Willkommen zurück bei The Long Dark, wir gerade nicht so ganz genau wissen, was wir machen. Ich würde gerne mal was gucken gehen, weil ich gerade nicht mehr so viel Inventar habe, was das angeht. Nämlich hier Wasser. Ich würde schon mal gerne in das neue Gebiet reingucken. Auf jeden Fall, aber dafür hätte ich irgendwie, da haben wir noch drei Liter, die lassen wir da auch mal drin. Ich nehme mal den Tee raus. Ja, dafür hätte ich gern schönes Wetter. Und ich hoffe, meine Ausführungen im letzten Part waren nicht zu sehr durcheinander. Die waren bestimmt völlig durcheinander, aber naja, gut. So. Wir haben ja aber noch ein paar andere Sachen eingesammelt, ne? Deswegen könnten wir jetzt noch mal kurz einsortieren. Die Sachen zum Beispiel. Die Federn. Ach ja, stimmt. Ja, aber wir haben ja die Waffe hier raufgelegt. Ganz vergessen. Dann das Bücherlein hier. Das haben wir ja gerade gelesen. Gerade im letzten Part. Für mich war das gerade. Ich glaube, ich kann jetzt auch nur noch den Part hier aufnehmen, weil es kommt halt noch jemand vorbei, der mir einen Tisch abkaufen möchte. Hoffentlich. Das wäre mir sehr lieb. Dann kommt er hier endlich mal weg, weil den brauche ich hier nicht. Der steht nur blöd rum und stört mich. Was soll ich hier machen? Warum bin ich jetzt... Ach so. Stoff. So, ich könnte mal vorher kurz gucken, wie es denn 86, 82... Ja, eine Runde überlebt das doch ganz gut. So, haben wir jetzt noch irgendwas, was hier... Ach, wir haben ja noch ein Messer gefunden und sogar einen Bettstein, was sehr, sehr cool ist. Die Wettsteine sind schon cool für die, gerade in Bezug auf Äxte und den ganzen Kram. Und ich habe mir nicht gemerkt. Hat mir nicht irgendwo schon ein bisschen mehr Holz und so? Haken. Ja, die hätte ich vielleicht schon mal da lassen können, ne? Die habe ich gar nicht gesehen. Munition haben wir auch gefunden. Haken. Haken sind eigentlich ziemlich cool, weil hier, guckt mal. Wir bräuchten eigentlich Metallschrott. Ne, Moment, hier war das nicht. Für einen Haken, aber den brauchen wir ja gerade nicht, weil haben wir ja gefunden. Hätte ich jetzt auch draußen machen können, aber hey. Dann haben wir nochmal zwei Angelzeug. Könnt ihr auch angeln gehen? Geh gerne angeln in The Long Dark. Wie viel Angelzeug haben wir? Wo haben wir nur zweimal Angelzeug bis jetzt? Kann ich mir irgendwie gerade überhaupt nicht vorstellen. Haben wir nur zwei Angelzeug-Dinger? Tralalas? Ist das. Haben wir das andere Angelzeug noch im Staudamm oder? Wir haben auch irgendwie gar kein Holz. Bin verwirrt gerade. Ja, hier ist der Bogen. Ich glaube, den Bogen packe ich erstmal wieder raus. Den hatte ich nur mitgenommen, ne? Wegen mal gucken, aber mal gucken war nicht so. Nee, Moment, das Holz hat hier hingeschmissen. Okay, das erste Phänomen, oder Mysterium ist schon gelöst. Ja, das liegt natürlich auf dem Boden. Aber bei dem Angelzeug... Ist das noch im Staudamm? Ich denke, ne? Gut, dann ist das halt noch im Staudamm. Haha, gut. Aber bei 28 Kilo. Ey, komm, wir können uns ruhig ein bisschen Wasser machen, ne? Ich glaub, wir können ja mal das letzte Altholzchen nehmen. Aber wir können uns ruhig ein bisschen Wasser machen, weil uns mangelt es jetzt nicht gerade an Streichhölzer. Wirklich nicht. Ich würde natürlich lieber noch, was auseinandernehmen, einen Ast oder irgendwas. Aber nun gut. Man kann ja nicht alle haben. Kann ja mal neugierig sein und gehe hier hoch und dann kommt mir bestimmt Wolf entgegen und sagt Hallo.
Da liegt ein Ast. Hat ich sogar irgendjemand gemeint, ich soll hier hingehen und Stöcke sammeln? Alter, guck mal bitte, wie viele Stöcke hier liegen. Ich fühle mich ja leicht zurückversetzt zu Stock Island. Oh, so viele Stöcker. Also wer heute gesagt hat, du hattest recht, ich sollte hier hingehen. In der Hoffnung, dass da unten ein Wolf langläuft. Eigentlich müssten wir den töten. Ich wusste, dass da... Ich war mir ein bisschen klar wie Kloßbrühe. Hat er nämlich schon mal einen angegriffen. Eigentlich müsste ich den töten. Bisschen. Ich würde den gern locken. Locken zu unserem Haus. Die Schweinebacke hat uns das schon gesehen, oder? Ja, der hat uns schon gesehen. Hoffe ich. Oder? Ich sehe ihn gerade nicht so recht. Oder läuft er zurück? Jetzt hat er uns doch, oder? Nee, was macht denn er da? Da sind zwei Wölfe. Ist doch nicht euer Ernst. Gibt es nicht. Gibt es einfach nicht. Ich würde gerne zum Haus locken, dass wir es einfacher haben mit dem Auseinandernehmen, obwohl ich die nicht ganz auseinandernehmen würde. Ne, dass die länger liegen bleiben. Man sieht, wie lange die auf dem Eis liegen bleiben und man Ruhe hat. Was machen die da? So gerade mega Kackwetter, ne? Zwei Wölfe so unmittelbar nebeneinander. Ich gehe mal lieber nach Hause. Sind wirklich Kacke, weil währenddessen man sich um einen Wolf kümmert, ist der andere schon dabei, ne? Auf einen zuzusprinten. Oh. Kacke. Gefällt mir nicht. Blöd. Wo ist denn jetzt... War ja nicht gerade Schneesturm und so? Wo ist denn der jetzt hin? Komm, Fragezeichen? Sieht so neblig aus, ne? Ich glaube, ich mache erstmal... Ach komm, wir machen jetzt erstmal... Bisschen Feuer hier. Oh, guck mal, ach nee, da, ach Quatsch. Ich war gerade hier 53%, aber ich muss ja hier hingucken. Ich dachte schon. Mal jetzt Feuer, mach mir jetzt mal Wasser. Sieht es am nächsten Tag besser aus, weil ich nicht glaube. Glaube ich wirklich nicht. Das Schlawenzchen da, oh, zwei nebeneinander ist wirklich kacke. Wow. Wäre jetzt natürlich geil, wenn man sagt, dass man da, wo das Seil hängt, ne, da so ein... Auch wenn es ein Umweg ist, aber man umgeht halt sozusagen die Wölfe. Aber, Da sah mir nicht danach aus, dass man da runter kann. So. Machen wir mal für eine Stunde Feuer. Erstmal mache ich Wasser. Ohne Wasser können wir nicht mal Tee herstellen. Dafür brauchen wir nämlich Wasser. So. Ich trinke auch mal einen Schluck. So, jetzt können wir Tee machen. Hätten wir das auch mal weg. Die Teebutte da.
Wir machen gleich mal Tee draus. Mhm. Da schlawenzen die da rum. Gefällt mir ja gar nicht. Gefällt mir nicht, Mann. Blöd, blöd, blöd. Wir könnten ja versuchen, hinten rumzulaufen. Also um hinten, also um den Berg rum. Hm. Achso, ja, wir brauchen Wasser. Guck mal einer an. Guck mal einer an. Ich weiß auch nicht genau, wie die, was die für eine Route laufen. Ob man mal Glück hat und dann sind die mal nicht da. Wäre natürlich toll. So, haben wir das jetzt. Cool. Sehr schön. Also kann ich mir jetzt noch ganz normal das Wasser machen. Und dann gehen wir erstmal schlafen. Zwei, habe ich da schon jemals? Ich habe da mal einen und der eine hat uns auch mal angegriffen und... Aber zwei, warum denn? Warum haben wir immer so ein Pech? Wir haben 1, okay. 2 Liter wären mir lieber. This pack is getting kind of heavy. 2 Liter wären mir lieber. Mhm. Ja, schön sieht es aus gerade. So. Und so. Dann bring mal den Feuer. Lass ich mal Feuer sein. Ich bin sehr verschwenderisch. 2 Stunden Tageslicht. Und das sieht so hell aus, ne? Eigentlich voll schön. Ich bring mal den Tee rein. Also die Teetassen. Ist auch schön. Das ist aus einem... Aus Beuteltee auf einmal automatisch Teetassen werden. Die packen wir jetzt hier rein. Huch. So. So. Sehr gut. Achso, weil wir müde sind, deswegen. Dann müssen wir erst nochmal eine Runde schlafen, bevor ich nochmal versuche, dahin zu gehen. Ach, ärgerlich. Häschenfallen sollte man vielleicht auch aufstellen. Ich glaube, die sind noch im Staudamm, ne? The sun is setting. It's gonna get a lot colder soon. Ja, ja. Wird schon, Anna, wird schon. Sehe ich schon die Spenster hier. Dinge, sie kann nicht rennen, ne? Ich bin müde. Ich glaube, das hat, weil... Ach doch, ich könnte doch rennen. Okay, okay. Okay, okay, okay. Aber ich lasse es lieber. Und ich lege mich schlafen. Ja, verwenden bitte. Danke. Wubbel, wubbel. Oh, das nervt mich gerade irgendwie. Ich hatte doch irgendwie Bock, noch die Wölfe auf dem Eis zu töten. Hätte ich wirklich Lust drauf. Mit dem Bogen am liebsten. Also im Gegensatz zur Küstenstraße sind wir hier richtig tötungsfreudig. Komm, 3 Stunden geht. Aber ich glaube, wir haben jetzt einfach nur einen Punkt erreicht, wo es uns einfach mega auf Puffer gehen. Und ich bin ein wenig... ein wenig... Ja, ich...
habe ein wenig Sicherheit aufgrund des Schutzes von der Kleidung. Dass ich mir denke, ne, 38% sind ja nicht wenig. Da kann man sich auch mal angreifen lassen, aus Versehen natürlich. Das müsste man wirklich mal recherchieren, ob man trotzdem noch Insta gekillt werden kann. Trotz dessen man Schutzkleidung sozusagen anhat. Ich erwarte mal zwei Stunden. Schlaft da noch einer? Ach, früh ist immer so schrecklich kalt, ne? Dann schlafe ich mal zwei Stunden. Und dann gehe ich nochmal gucken. Ist sogar... Naja, was heißt... Ja, minus 18 Grad, wow. Richtig gutes Wetter. Eigentlich überhaupt nicht. Das ist eigentlich sehr hinderliches Wetter. Aufgrund des Windes. Jetzt noch mal gucken. Bin neugierig. Wahrscheinlich rennt der uns gleich in den Arm oder so. Na, aber so sind sie, die Schlawiner. Hinter irgendeinem Baum vielleicht? Oder gehen die auch mal da unten lang? Das ist halt die Frage. Und dank dem Wind... Das Ding ist, ihr guckt euch diese Kuxe euch an. Die hat schon wieder Angst. Kann es sein, dass die Angst vor uns haben, weil wir einen toten Wolf anhaben? Geht das? Das nämlich den einen habe ich gerade nämlich fiepen gehört. So fiepen gehört, wie wenn... Da kam die von da unten. Ne, wenn die immer so wegrennen. Weil ich meine, die rennen ja auch vor ihren toten Leuten weg. Und ich habe ja eigentlich einen toten Wolf an, wenn man es mal so nimmt. Das wäre, glaube ich, cooler, wenn man hier so rumläuft, oder? Wo sind sie denn jetzt hin? Hä? Wo sind sie denn hin? Jetzt mal ehrlich, wo sind denn die hin? Hä? Da hinten, hä? Und Anna ist auch mega kalt. Es ist wirklich, es ist zum Mäusemelken. Nee, ich gehe, glaube ich, mal einen kleinen Umweg. Oh Gott. Jetzt habe ich die Flagge erschreckt. Ah! Ich glaube, ich gehe da so lang. Und gehe da so mal kurz rum. Vielleicht finden wir da sogar noch was. Es ist ja ätzend. So, wir brauchen aber was zu essen für unterwegs. Dann nehme ich mal das Wolfsfleisch mit. Wie ist denn unser... Okay, wir könnten uns noch ein bisschen voller essen. Ja. Wir wärmen uns auch noch vorher auf, ne? Kein Problem. Das Wasser ist mir jetzt... Mann, wo ist denn... Jetzt muss ich mir von drin Wasser holen. Ich bereite mich jetzt mal so darauf vor, dass ich im nächsten Part einfach losgehen kann, um... Jetzt haben wir irgendwie nicht geschafft, den Part. Aber ist mir auch egal. Tüdelülü, so.
Machen wir mal Liter. So. Sollte ich doch jetzt alles haben, oder? Die Hose leidet ganz schön gerade. Komm, die repariere ich jetzt noch. Mag das nicht. Wir gehen ja gleich an ihn ein. Ja, ne? Und so. Da möchte ich, glaube ich, lieber mit etwas ganzeren Klamotten hingehen. Und außerdem wird uns warm dabei. Das ist auch sehr gut. Sehr schön. Noch irgendjemand den Schal vielleicht noch? Die Socken, ja. Hm. Komm, wir machen mal. Wir haben noch einmal Stoff. Reparieren. Reparieren. Ja, gut. Und dann hoffentlich schaffen wir es im nächsten Part. Da, um die Wölfe rum. Hab jetzt gerade keinen Bock irgendwie drauf. Hab jetzt schon gar nicht auf zwei Wölfe. Zwei Wölfe sind, zwei Wölfe zu viel. Nee, zumindest ist es einer zu viel. 30. Die Stöcke, ja, aber die könnten wir noch hier brauchen. Ja, ich belasse es mal dabei. Vielleicht nehme ich mir noch ein bisschen mehr Fleisch mit, man weiß ja nicht. Und dann versuche ich mal im nächsten Part einfach ins neue Gebiet zu kommen. Und wenn wir mal kurz so die Nase reinstecken werden, ich glaube, was anderes werden wir auch nicht machen, weil das ist ein bisschen zu gefährlich. Und dann können wir, vielleicht können wir von da aus so weiter zur Jagdhütte laufen. Wäre ja eigentlich auch eine Idee. Ich glaube, das mache ich so. Dann versuchen wir das alles im nächsten Part umzusetzen. Und dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Part. Bis dann. Tschüss.